Wie der Tabellenzweite der Bundesliga mitteilte, könnte der Däne bereits im Rückspiel am 29. April, 19 Uhr, Sky, eventuell wieder einsatzbereit sein. Beim enttäuschenden 28:28 am Mittwoch hätte sich Zach Ariasen in der Schlussphase am Knöchel verletzt. Die Untersuchungen ergaben, dass lediglich eine leichte Schwellung und ein Gelenkerguss bei der Nummer 22 vorliegen.